So, da sind wir auch schon wieder zurück mit verschränkten Ärmchen bei Alice Madness Returns Part 3. Letztes Mal ist die Welt hinter uns ein bisschen zusammengebrochen und ganz viel hässlicher Lavaschleim ist da rausgekommen. Mal gucken, wie wir darüber kommen. Wir werden es versuchen. Bis jetzt haben wir ja alles geschafft. Lätzchen. Das ist natürlich hilfreich. Wir dürfen da nicht reinfallen, ne? Wir dürfen da nicht reinfallen. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir da reinfallen. Wenn wir bestimmt zu so einem hässlichen, schleichenden Verfall... Ich weiß nicht, ich... Diese Puppenköpfe, die machen mich einfach fix und fertig. Das ist was... Puppen und Kinder in Horrorfilmen. Damit kann man mich jagen. Das ist... Komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Nee, eben Puppen und Kinder. Das. Ja, gut. Da! Schon wieder ein Kind. Seht ihr das? Seht ihr das? Stirb! Stirb, Kind! Stirb! Warum rennen wir so einem creepy Kind nach? Oh, ich erinnere mich an die Szene. Ich will immer mit Doppelklick ausweichen, aber es ist Shift. Ja, ja. Stirb. Nein, lasst mich in Ruhe. Bitte. Ich möchte eigentlich gerne zuerst das doofe Schrapnellen Nest kaputt machen, ne? Aber ist halt schwierig. Es ist ein bisschen viel los hier unten. Geht's noch? Hallo? Nee, ich möchte die Schraubnelle angreifen mit dem Messer, bitte. Oh nee, jetzt überhitzt das Ding. Nein, ich spüre doch schon, da ist bestimmt wieder ein Verfall rausgekommen, ne? Hola Jan. Lies diese Zeilen, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Begegnungen mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Ach so, jetzt mitten im Kampf. Okay. Die Warpal-Klinge können wir upgraden. Für schnellere Attacken mit zielgerichtetem Schaden ist die Warpal-Klinge meist ein verlässlicher Partner. Ich glaube, das machen wir sogar. Gib mir 150 Zähne für das Warpal-Klingen-Upgrade. Ja, das möchten wir. Jetzt haben wir unsere Klinge schon auf Stufe 2 und für die Pfeffermühle fehlen uns noch ungefähr 370 Zähnchen. Das könnte noch dauern. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Hoffen wir mal sein Werk. Da hinten kann man noch Zähnchen holen. Weil, ja, wie ihr gerade gesehen habt, wir brauchen diese Zähnchen wirklich. Und wir haben wieder Leben dazu bekommen. Das ist natürlich auch cool. War da gerade eine unsichtbare Wand? Ach, da kommt man hoch, weil da oben liegen nämlich auch noch Zähnchen, die wir natürlich holen. Hey, das Wunderland ist einfach kaputt, ne? Das ist komplett kaputt. Ich habe übrigens noch nicht nachgeguckt, was diese Flaschen genau sind. Ob die uns irgendwas bringen im Verlauf vom Spiel, werden wir wohl noch merken. Aber wenn es was zu sammeln gibt, dann ist es bestimmt nicht schlecht, wenn man es auch einsammelt. Ich habe das Kind gar nicht gesehen. Dieses Lachen auch immer, ne?
Was war das? Verfangen. Stirb. Hab ich gar nicht. Ist nur so komisch quietschen. Warum klingt denn hier auch alles so gruselig und hässlich? Und warum können wir nicht einfach in einem schönen Wunderland sein? Ne, Alice? Warum muss dein Kopf so kaputt sein? Warum? Ja, ganz toll. Wow. Warum? Warum folgen wir so einem unheimlichen Kind und... ich verstehe es nicht. Ah, jetzt ist ein neues Level-Design mit den Teekannen. Nicht mehr die Schneckenhäuschen. Das sieht ganz arg nach Kampf aus. Kommen jetzt diese komischen... Ja, genau die. Die habe ich gemeint. Die Geschirrer. Ich weiß nicht, finde ich auch eher unheimlich. Doch bei so einer Nicht-Geburtstagsteeparty einfach irgendwas schiefgelaufen, ne? Alice kann feindlichen Attacken ausweichen. Ich weiß. Ja, ich wollte ausweichen. Warum springst du dann auf den Zug? Bist du doof? Aua! Boah, das tut dir sogar richtig weh. Ne? So, jetzt aber. Dankeschön. War das der letzte? Boah, wir haben echt viel Leben verloren. Nee, ich höre noch einen. Ich höre doch da noch irgendeinen. Ja, natürlich. Ach, da hinten ist noch einer, ne? Nee, warum weicht sie denn immer? Oh, Alice! Warum machst du das? Oh mein Gott, wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Ich weich doch aus. Ich drück doch immer ausweichen. Oh, nein! Nein, ich... Oh Mann. Möchtest du fortfahren? Ja. Och Mann. So ein Mist. Ich bin aus... Nein, offensichtlich bin ich nicht ausgewichen, aber ich habe Ausweichen gedrückt. Aber ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, damit Alice nicht einfach Ausweichen versteht als hey, ich springe mal auf meine Feinde zu. Ja, ja, Geschwister, ich weiß. Damit ich es schaffe, trotzdem alle im Blick zu haben. Manchmal gar nicht so einfach. Naja. Okay, und bei dem müssen wir jetzt aufpassen. Ja, ich weiß. Also wir warten drauf, dass er uns angreift und dann jetzt genau weg. Ausgewichen. Dich. So, funktioniert doch schon viel besser. Hier oben dasselbe noch einmal. Ja, hallo. Guten Tag. Geile Schirrer. Aua. Nein, jetzt hör doch auf. Lass das doch. Okay, dann. Auf Achten ausweichen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ausweichen. Ja, das hat um einiges besser funktioniert.
Puh. Oh, das ist schon manchmal ganz schön stressig. Ja, das wusste ich nämlich auch noch. In diese Blümchen kann man reingehen. Sagt uns das was? Nee. Was ist das denn? Was ist das denn? Das sieht ja super komisch aus. Hä? Was ist das? Ist das ein kleiner Geschirrer in einem großen Anzug? Nom, nom, nom. Was sagt es da? Da ist irgendwas. Na, dann gehen wir da mal hoch. Ach, hier müssen wir ja sowieso längs. Okay. Verirrt und keinen Schimmer wohin, versuche es mit Schrumpfen, wenn du Pfeilchen siehst. Bis man geschrumpft wird, der Schrumpfsinn verborgene Pfade und Hinweise enthüllen. Super. Mit dem Schrumpfsinn kann man versteckte Pflanzen. Ich kann es nicht lesen. Ja, wir holen uns erst die Zähne. Nam, nam, nam. Wessen Zähne sind das wohl? So, und dann gehen wir hier rüber. Schon wieder dieses Kind. Ich hasse Kinder. Nein, ich mag Kinder eigentlich, aber nicht in so einem Horror-Kontext. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Okay. Keine Ahnung, wovon die Oma redet. Aber wir haben eine Schnauze gefunden. Und eine komische, schwebende Stadt. Warum auch nicht? Hallo Schnauze. Sterben die Schnauzen eigentlich? Oder niesen die sich einfach weg? Oder... Ich weiß ja nicht. Zähne. Krall. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur die Zähne. Ach, das ist wieder so eine Herzogin. Oh. Da schon ganz viele Zähnchen. Ich glaube, so ein goldener Zahn ist 5 Zähne wert. Ich muss mich das nächste Mal mal achten. Wie viele wir da dazu bekommen. Und 475 brauchen wir, ne? Für die Verbesserung unserer Pfeffermühle. Was ist das hier? Okay. Ich bin leicht skeptisch. Hatter Industries, auch cool. Ist also vom Hutmacher gebaut, dieses Ding hier. Na gut, Hutmachers Domäne. Ach, hier die lebt Domäne der Hutmacher? Des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Falls, es geht um Wann. Und nun halte ein und den Mund, wie zu sagen. Typisch. Ja, die Seilbahn hat ja grandios funktioniert, ne? Mitten in die Wand. Super. Ach, Hutmacher. Wir tragen ein neues Kleid. Wir haben ein neues Kleid. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Alice, du hast ein neues Kleid? Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Auf dem Luftstrom kannst du Alice drehen.
Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms oder bewege dich einfach aus ihm heraus. Alice, du hast ein neues Kleid. Zeig mal. Das ist echt cool. Das ist ein hübsches Kleid. Wow, Alice. Wann hast du dich umgezogen? Wir gehen da raus. Was höre ich da? Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Ja, was ein Glück. Hier ist so ein Ventil. Das drehen wir mal. Was war das, Alice? Ich weiß nicht. Alice hat irgendwelche Tieflinge. Oh, ein Geschirrer. Nee, Alice hat irgendwelche tiefgreifenden Probleme. Kommen wir darüber? Ja. Ja, super. Und jetzt zu dem Geschirrer. Ja. Nee, Alice, du sollst kaputt machen. Aber nicht runterfallen. Oh, das war knapp. Oh, das war sehr knapp. Da oben sind noch mehr Geschirrer. Oder Geschirre ist wahrscheinlich die Mehrzahl. Dankeschön. Noch einer. Nein. Alice, was machst du? Alice, nein, Alice. Oh mein Gott. Warum kann man denn hier auch runterfallen? Das ist so doof. Jetzt gehen wir einfach straight nach vorne. Ach, du bist gar noch nicht tot. Ich dachte, der wäre schon down. Was ist da hinten? Da sehe ich doch was. Ein Pfeilchen. Ah, da hinten ist ein, wie heißt das? Schlüsselloch. Das Wort habe ich gesucht. Oh mein Gott, Alice. Ah, die Kamera. Warum? Dankeschön. Flasche aufsammeln. Ansonsten ist hier nichts. Nein. Wow, das war ziemlich speedy Gonzales gerade. Willst du mich verarschen? Was? 12 Frames? Was soll das denn? 10? Hä? Jetzt hältst du bitte an. Ach, ja gut, das machen wir noch. Noch über 5 Minuten Akkulaufzeit. Okay, nein, das machen wir nicht mehr. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Gut, wir sind auch schon bei 18 Minuten. Das ist tipptopp. Dann würde ich sagen, wieder mal danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert seid. Bla bla, ihr kennt das Prozedere. Und dann würde ich sagen, wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und ja genau, Alice. Ciao zusammen.